Moin zu Naruto, to Boruto, Shinobi Striker. Wir machen jetzt hier weiter mit Rang C. Ja, sind noch eine Menge Missionen noch offen. So, wir hatten jetzt den letzten eben halt Angriff der Weißen Armee gehabt. Jetzt haben wir hier Gamachi, Kabunta, Kurama. Ja, schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier erstmal kommen. Mal die alle nach und nach abzuschießen nochmal. Also jetzt kommen jetzt noch einige Kämpfe noch bis dahin zu. Den letzten Rang C Missionen. Dann sind wir damit auch durch und dann haben wir jetzt auch dann den nächsten Rang B. Ah, nice. So. Eine gute Gelegenheit, auch nebenbei jetzt auch noch Schriften zu sammeln. Ah, Shikamaru ist schon ein cooler Taktiker, an sich so. Da kommt der Vorosch hier, eine Riesenperle. Waterstyle. Oh, nice. Oh. Wow. Und das. Yamakichi besiegt.
What'll it be? Auf zur nächsten Mission. Kamabunta. Das ist der ja mit der Pfeife. Der Frosch mit der Pfeife. Ah, sprengt uns. Oh, da gibt es mehrere Punkte hier. Oben. Ach, jetzt müssen wir so Münzen sammeln. Okay. Sammel Geld. Geld ist gesammelt. Ja, mehrere Ziele. Oh, wieder Sprengtons. Gucken wir, wie wir noch erledigen müssen. Ich glaube, wir müssen alles weiter erledigen, ne? Bis der Boss erscheint. Ah, kriegen wir hin. Ein neuer Pfad steht offen.
Dann kommt jetzt wohl der Boss. Sehr schön. Oh yeah. Da ist er. Here he goes! Wow! Nice. Können wir gut gebrauchen. Ah, da unten ist er. Wieder seine super AOE-Attacke. Wie oft will er das dann noch einsetzen? Jau, Eskalation. Boah. Eskalation. Ah, geil. Okay, haben wir ihn down. Zum Glück. Oh. Sieht noch gut aus. Sehr schön. Sieht noch gut aus. Eine Mission machen wir noch. Ich denke mal, da kommt doch noch ein paar zu Rang C. Aber dann denke ich mal, dann haben wir auch wirklich dann abgeschlossen. Aber man merkt schon, die Missionen sind schon recht cool gemacht so an sich, also natürlich fast immer dieselben, aber nur mit eben halt gewissen Schwierigkeitsgrad auch noch mit dazu. War an sich ganz cool, mal sehen, wie sie das jetzt so weitermachen wollen, ob sie sich eher lieber weiter an den Multiplayer fixieren wollen, weil was eigentlich hauptsächlich eigentlich nur ja, fokussiert sein sollte bei diesem Naruto-Spiel hier. Jetzt das mit dem VR-Modus, das ist jetzt einfach nur so ein Nebensnack, kann man sagen, aber man kann es ja trotzdem vorstellen und zeigen. So, jetzt haben wir hier noch Kurama und dann hatten wir hinterher noch diese 5 Missionen, wo man auch nochmal gegen die Bijus kämpft. Hasengöttin, oh cool.
So, dann kämpfen wir jetzt nochmal gegen Kurama. Dann werden wir nochmal die im nächsten Part die 5 dann machen. Ich glaube, das wird wohl ein bisschen längerer Part, aber dennoch ist es trotzdem, wird es dann auch der Abschluss von Rang C dann sein. Denn Abstand hat wohl C richtig viele Missionen. Oh, der ist in diesem Chakra-Modus. Haben wir aber auch besiegt. Das kriegen wir doch hin. Aber Kurama finde ich schon echt cool von den Videos. Von seiner Art her und so, das ist schon echt nice. So, da, ich glaube, da danach glaube ich, werden wir gleich Kurama.
Nice. Jetzt treffen wir auf Kurama. Der. Der ist so cool. Der mal abgeht. Okay, gibt es keine Heiltränke und sowas. Oh. Oh, da muss man echt aufpassen. Ich habe geblockt, aber der macht trotzdem seinen Schaden. Hier ist er richtig sauer. Nice. Konnte ihn noch bezwingen, den Kurama. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch viel Spaß auch weiterhin mit den letzten Rang C. Sonst guckt auch die anderen Parts gerne an, sonst guckt auch gerne die anderen Storm-Playlists an, je nachdem. Ja, auf jeden Fall war es wieder echt cool und wir werden jetzt doch demnächst auch den Rang C abschließen. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.